von der Zeit gezeichnet. Faltet sich meine Stirn in Streifen, die hinter der Mütze verdeckten. Unter den Augen gibt's auch schon Falten. Die Stimme ist mal hörbar und mal nicht. Die meisten Zähne sind noch dran. Die Nase lässt noch gut die Luft in die Lungen. Die Augen, wie kann man das sagen? Auf dem Film sind sie nur ein bisschen optisch zu sehen. Die Haut fühlt sich besser an, als wie sie aussieht. Innen drin ist natürlich die Sehnsucht da nicht mehr zu sein. Und natürlich auch die Freude zu sein. Natürlich könnte ich sagen, im Überlebensstress der alltäglichen Sorgen unter der eine persönliche Person leiden muss, die sich versorgen muss mit Geld, damit sie nur Nahrung kaufen kann, bin ich wohl auch nicht besser dran. Und was das betrifft, kann ich bemerken, dass ich weder mich noch irgendwen anders kenne. Vielleicht oberflächlich habe ich ja mal Namen von manchen Figuren öfters gehört oder die geliebte Verwandtschaft, die also geliebte Verwandtschaft, die sich ganz ruhig verhält. Ja, ich weiß, ich bin keine bedeutende Person in meinem Leben. Und ich habe auch wirklich nur viel Spaß daran, wenn es keiner mitkriegt. Und so viel ich weiß, kriegt es auch eh keiner mit. Und wenn dann auch nur für einen Moment. So könnte ich ja behaupten, nichts ist flüchtiger wie persönliche Erfahrungen. Kaum hast du eine gemacht, kommt schon wieder die nächste. Und dann war wohl auch mal eine aufregende dabei, über die man glaubt, dass es sich lohnt zu reden. Aber nun merke ich schon, dass mir der Alkohol ins Blut ist und die Relativitätstheorie sich auch nicht wirklich praktisch anwenden lässt, wenn es keinen Vorteil zu erlangen gibt, außer den, der wieder ein Nachteil sein könnte. Wo ist die Perspektive, wenn es keine Person gibt, die überleben kann? Bleibt uns nur die Bedeutungslosigkeit und der Genuss von der Unendlichkeit, die keine Bedeutung braucht.
Und auch keinen, der sie genießt und die auch nicht davon gestört wird. Wenn doch genossen wird und die so mal es mal sich aufregt, dass man nicht der Meinung ist von dem, was man um sich herum beanstaltet, aber man darf auch sich nicht, muss man schämen sich nicht, wenn man nicht ganz so kapiert, was nicht verständlich ist. Also, wenn es so viele Kontraste gibt, die sich aggregatotativ. Jetzt langt's mal. Immer der Dialekt.